liebe Sandrockianer, hier sind wir bei Fred, dem Baumeister. Ja, nicht der andere Baumeister. Hey, wir schaffen das halbwegs. Das ist unser Motto. So, hallo Nemo. Was ist denn hier? Wow, wow. Jetzt aber nicht hier an Blümchenstall machen, das mag er nicht. So, wunderbar. Ein neuer Tag startet hier in wunderbar beschaulichem Sandrock, wo es immer friedlich ist und nie was passiert. Das wissen wir ja. Okay, Heidi. So. Was war das? So, alle Tierchen sind schon da. Wir haben Post. Okay. Ich begrüße auch den einen oder anderen neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Ganzen hier, was ich da mache. Und um das noch ein bisschen anzuheizen, habe ich beschlossen, ab 250 Abonnenten, falls ich das noch schaffe dieses Jahr, dann wird Fred Else sein Liebesgeständnis machen. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Oh Gott, ja. Aber Strafe muss sein, Fred. Ja, du bist halt... Du bist ja in dem Spiel, was kann ich dafür? So, was haben wir denn hier? Post und Burgess? Fred, ich hoffe, in deiner Werkstatt ist alles in Ordnung. Ich kann nicht vom Wasser aus Turm sehen. Ich hatte ein bisschen Geld übrig. Ich dachte, ich könnte dir etwas Wasser besorgen, um dich bei deinen Vorhaben zu unterstützen, jetzt für unsere Stadt zu bauen. Ich leiste nur meinen Beitrag. Du musst nur die Maschine am Laufen halten. Viel Glück. Übrigens, ich beobachte dich. Okay, danke. Spanner. Okay, dann... Der sitzt bestimmt da oben jetzt noch mit dem Fernglas oder so. Ja, das ist schon alles sehr merkwürdig. Die sind merkwürdige Leute, aber ansonsten halbwegs sind so okay. Ab und zu gibt es mal einen Aufstand und so, aber sonst passiert. So. Was können wir denn noch heute Schönes machen? Ansonsten die üblichen Kalksteinziegel. War klar, dass sowas mal wieder kommt. Wir haben aber 6. Okay, können wir machen. So, was haben wir hier noch? Getrocknete Sanderkohle für Burgess. Dann haben wir noch ein paar Melönchen. Die sind mir zu teuer. Tomatenfisch. Nee, ich will jetzt nicht angeln. Obwohl, naja, gut. Gucken wir mal. Teeblätter ist jetzt auch nicht so doll. Ernest will. Nee, das können wir nicht machen. Das bringt ja zumindest noch was. Ja, das ist. Das können wir sehr günstig machen. Moment. Muss man nicht noch welche ausliefern? Okay. Die müssen wir noch ausliefern. Die haben wir so oder so. Hier fehlt uns noch ein Kalksteinziegel. Das heißt, wir können das auch machen. Okay, da haben wir ja schon hier fast alles. Nur noch ein Brettchen hier hobeln und dann war es das im Grunde. So, dann machen wir das mal. Ja, mehr Holz haben wir sowieso nicht. Haben wir das auch schon mal geschafft. Hurra! So, hier fehlt uns noch das eine oder andere Ding. Immer noch nicht diese Windmühle hier zusammen, finde ich. Die will ich unbedingt mal haben. Um mal zu sehen, wie es aussieht. So, das Raumschiffmodell, glaube ich, das hatte ich auch schon mal. Ja, so. Ganzen Vasen hier. Satellitenmodell haben wir ja. Im Grunde haben wir ja wirklich, glaube ich, fast alles einmal gemacht. Das haben wir ja auch. Diese Ortstag-Dinger. Da bin ich mir jetzt nicht bei allen so sicher, aber im Museum haben wir mindestens 2 davon. Hier bräuchte man nur einen Teil. Stepptanzende Statue. Warum macht der Stepptanz? Man weiß es nicht. Das Ding haben wir auch, das haben wir auf jeden Fall auch, das haben wir auch gemacht. Okay, also und dann haben wir eigentlich fast alle von diesen ganzen Dingern hier zusammen gezimmert, die es so gibt. Hey Coco, was machst du denn hier? Coco, kommst du oder gehst du? Man weiß es nicht. So, gehen wir auch mal ein bisschen was wieder rum erforschen. Oh, diese Stelle. So. Zack, da haben wir wieder ein paar Erze bekommen, da haben wir schon mal gebuddelt, wer was wie rein und raus, okay. So, kalendertechnisch ist heute nichts Großartiges. Morgen hat Ernest Geburtstag und dann gehen wir hier weiter. Ja, Penn wird auch wieder schwierig. Können wir im Knast was in, durch die Gitterstäbe werfen und dann müssen wir uns auf unseren großen Tanz vorbereiten. Müssen wir eigentlich schon mal üben hier irgendwie. So, Nudelzügel tanzt auch schon hier.
sieht es denn hier aus eigentlich? 95%. Okay. Hm, wo gehen denn die Kartoffeln schöner aus? So, ein bisschen nacharbeiten hier. Vielleicht müssen wir nochmal drüben. Ja, das geht hier. Und das Gras ist schöner weg. Das macht doch noch wahnsinnig. Nochmal ein bisschen was Kartoffeln holen. Wir haben hier noch Kartomaten gepflanzt. So, ansonsten sind wir hier jetzt gut dabei. So, das haben wir erledigt. Jetzt haben wir erledigt schon. Hier brauchen wir noch einen Kalkstein-Dingsbums und dann sind wir hier durch. Uns fehlt genau 2 Stück Kalkstein dafür. Ha, ha. Sehr lustig. Ein einziger Kalkstein. Naja. Macht die zwei denn hier? Blockiert euch gegenseitig. Chippy, was holst du da mit unserem Roboter? Stich. Komm, hier mal ein bisschen was sammeln. Ich glaube, das ist besser, sonst kommt diese moderne Elektronik durcheinander. Was tun da hier? Kato? Du solltest eigentlich irgendwo anders sein. Naja. So, komm, Lämpchen, gehen wir mal ein bisschen was ausliefern. Horido. Moment. Hast du denn eigentlich noch genug Futter? Nicht länger. Oh, nicht mehr nachgeguckt. Wir brauchen hier ein paar Sandbeeren. Jetzt hätte ich es im Gefühl gehabt. Was machst du denn? Ja, Katzen. So, interagieren. Gucken. 99,7%. Sieht eigentlich alles gut aus. Was ist das hier? So, dann gehen wir nochmal auf Haustier. So, du musst ja auch gestreichelt werden. So können wir alle anderen auch. Dann kriegen wir nochmal einen kleinen Boost hier. 0,4%. Ja, sehr schön. So, Nemo ist hier auch unterwegs irgendwie. So, dann machen wir mal die ersten. Was liegt denn jetzt näher dran? Hier eigentlich aus. Ja, das dauert noch. Das dauert alles noch. So. Was kann man machen? Das. Das nicht. Mit Heidi könnten wir das auch noch. Okay. So, dann ist das hier nämlich viel näher. Jetzt hat wieder Musikabend. Hüpfen mal schnell rein. Haben wir ja am schnellsten erledigt. So, dann können wir nochmal was. Ein paar Relikte suchen gehen, die uns noch fehlen. Hey Owen, hier sind deine Bestellungen. So, zumindest ein Teil davon. Thank you. So, hier nochmal 80 Kräfte Holz für deinen, was immer du damit machst. Baut sich irgendwo ein Ferienhaus oder was? Ich weiß es nicht. Normalerweise müsst ihr hier schon 12 Stockwerke haben. So viel Holz habe ich ihm schon geliefert. So, wer ist da hinten unterwegs? Ich gehe hier für Flaschen rum. Was sind eigentlich diese Frösche, die man quaken? Haben wir nie einen gesehen? Ah, da ist er ja. Burgess! So, mein kleiner Spanner. So, hier, bitteschön. Was ab? Hier sind dann getrockneten Sandakuten. Wahrscheinlich kaute die, während er mich beobachtet von so einem Wasserturm. Protein. Ja, Proteine. Ist aber nicht immer gesund. Also zu viel ist auch nicht gut. Wenn man zum Beispiel Gicht hat, sollte man darauf verzichten. Auf zu proteinreiche Nahrung. So, mal gucken. Hey Justice, wie war das letzte Date so? Wenn ich jemals einen Unfall oder etwas Ähnliches habe, muss jemand wie du die Ziviltruppe übernehmen. Und Joe ist nicht schlecht, er ist ein verdammt guter Sanitäter. Aber er hat nicht den Mumm, ein Anführer zu sein. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, sein Verhandlungsgeschick zu trainieren, aber er hat den ganzen Tag damit verbracht, mit dem Felsen zu reden, Mann. Okay, dann geh besser nicht drauf. Ich will die Ziviltruppe jetzt nicht übernehmen, muss ich sagen. Außerdem, ich dachte, der Captain würde da immer die Führung haben. So, Hallöchen. Ach jo, können wir denn noch was Schönes verkaufen? Wir haben eigentlich so viele Krempel, die wir nicht brauchen. Ja, da kommen die hässlichen Dinge. Verkaufen wir mal. Tja, die können die eigentlich auch nicht gebrauchen. Aber gut, vielleicht finden wir nochmal einen Teil, dann kann man das verschenken. So,
Wenn den noch mal jemals brauchen, glaube ich eigentlich auch nicht. Könnte aber auch ein Geschenk sein. Hier dieses Dusk Defender Shirt. Das bringt aber auch nicht wirklich was, ne? Nur 25 Golds. Ist mittlerweile auch nicht mehr so viel Geld. Ich habe ja noch Titan-Dolche hier. Ah ja, das ist meine, was ich mal wechseln will. Okay. Ja. Okay, was hast du hier gerade zum Angebot? Oh, wir haben einen guten Rabatt hier. So konzentrische Knoten. Das will man dann Elsie schenken. Wenn es dann soweit ist. Mal gucken, was brauchen wir denn noch? Ich denke mal, Salz können wir immer gebrauchen für Leder und so weiter. Sojasauce für die Gerichte. Zucker weiß ich, ob wir noch was haben. Nehmen wir mal mit. Bei den Preisen hier decken wir uns nochmal ein. So, Sonnenschutzmittel. Das ist auch immer sehr gefragt hier. Warum auch immer. So, das nehmen wir aber alles mit. Den ganzen Kram brauchen wir jetzt hier nicht. So, können wir noch mit dem quatschen. How's it going? I'm glad I met you here in Sandrock. If we were friends in Bonnerock, I never wanted to. Ich bin froh, dass ich dich hier in Sandrock getroffen habe, Fred. Wenn wir in Bonnerock Freunde wären, würde ich nie wieder weggehen wollen. Dann wären unser beider Leben schrecklich. Gute Zeiten. Alles eine Drohung? Okay. Das, sollten wir also besser nicht zusammenziehen. Na ja, komm. So. Take it easy. So, das kann man ausliefern. Okay. So, das ist anderes Quatsch. So, Justice fall nicht vom Pferd. Ich will hier nicht die Zivildruppe mal haben. Ich hab schon einen ganzen Hof voll Tiere, das reicht mir. Wenn Amira hier schon gerade so rumläuft, dann schauen wir sie mal an. Hi. Heidi und Pablo gehen zum Tee. Wir warten uns oft an den Gurgel. Ja, das müssen eine schöne Party sein. Warum bin ich da nie eingeladen? See ya. Ohne Frechheit. Ich glaube, ich habe keinen Ton mehr. Da hatte ich nämlich letztens noch versucht, diese Blutstein-Dinger zu machen. Und wenn wir gerade hier, die hat nämlich auch jetzt diesen super Rabatt. Komm, wir kaufen uns nochmal. Was soll's? 15 Ton. Schade, dass wir nur 4 Figürchen haben hier. Gerne von mir eine. Dann gibt es von mir keine Actionfigur. Oder Tonfigur oder was immer das ist. Schade, schade. So. Also noch Heidi irgendwo finden. Die im Spielcasino. Hä? Ne, die ist da oben. Moment, das ist hier. Katori, achso, okay. Ich dachte, mir an wollte was. Dann müssen wir mal kurz die Seite wechseln. Aber ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja ein Express-Kamel hier. So, da haben wir sie schon. Hey, Heidi! Howdy. So, howdy! So, hier sind dann Holzstöckchen. Klong! So, das hat sich immer wieder gelohnt. Sehr gut. Ich muss nochmal hier auf die Wendespur zurück. So, gerade hier oben sind. Was macht denn Grace da? Überlegt die gerade mit dem Ding abzuhauen oder? Keine Ahnung, vielleicht hatte da auch ihre Leichen alle drin, man weiß es nicht. Ein rustikaler Schrank. Ich transportiere keine Schränke, sorry. Bye. Also. Aber das Ding fand ich nicht schlecht. Wir gehen mal mit rumfahren. Ich fährt damit Burgess am Wasser aus oder so. Der Sand hier ist aber sehr zäh. Da komme ich gar nicht voran. Interessant. Komm, Lämmchen. Frag mir. Wir nehmen mal wieder die Gondel. Was ist hier passiert? Jetzt, okay. Ich habe nichts gemacht und alle meine Beziehungen haben sich geändert. Normalerweise bin ich immer schuld daran, aber diesmal interessant. Ich war die gerade bei mir im Museum. Na komm. So, das war aber flott jetzt. Schade, gar nicht mal diese langweilige Fahrt hier hin. Boah. Ich hatte hier.
wartet das hier eigentlich? Ist hier ein Wartungsvertrag? Ui, ist das hoch. Am Lümchen, wir verewigen uns hier mal. Hallo, so. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie wieder runterkommen. Ich zeig mir hier irgendwie fest. Und hier. Flop. Es geht schon, wenn man hier einen Spider-Kamin hat. So, kein Problem. So, jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen Holz und dann, ich komme mir vor, als wäre ich hier dauernd in dieser Gegend, aber gut. Ich wollen auch dauernd Holz. Ich verbrenne die halt auch immer. Was ist denn für ein Problem? Jetzt rennt er gegen meinen Kamin. So ein Dussel, okay. Wenn du fliehen willst, dann nicht in die Richtung, wo dein Gegner ist, du Dussel. Okay, na gut, aber. Was soll's? Ist ja nur ein Sandopfer. So, großes Totholz, ich nehme nochmal mit. Plump. So, dann hier Lapislazuli. So, da hinten ist ja eigentlich auch noch so ein Baum, ne? Wo die Huskuinen rumrutschen. Sind die Dinger jetzt grüner geworden oder so? Kommt mir so vor irgendwie. Mit dem kann man ja leider nichts anfangen. So, das ist ja auch nochmal großes Totholz. Und dann haben wir hier nochmal eine Quelle gefunden. Ja, du musst auch schon das Holz treffen, Fred. Alter Baumfäller-Trick. Das geht dann einfacher. So. Zack. So, dann haben wir das. Lass uns hier abhauen. Wo wieder irgend so ein dummes Känguru hier ankommt und sich kloppen will. Die lernen aber auch nicht dazu. Sind sie wieder am Rumrutschen. Die süßen kleinen Muskuine. So total durchgeknallte Viecher. Die einen abschlecken. Und sowas schon mal, also. Warte mal, dann gehen wir hier rüber, dann können wir gleich auch noch was Kalkstein mitnehmen. Der Kastagnetten-Skorpion. Oh. Nee, hä? Mir gar nicht weiter. Ich verfranst. Ja, ich glaube schon. Ups. Hat das Navi nicht funktioniert? Sind aber jetzt viele hier. Hier hoch müssen wir. So, hier war das. Ja, mein Gott. Sagt das denn keiner? Du Blümchen. Du musst aber auch mal auf dem Weg aufpassen. Hä? Komm hier nicht weiter. Konnte hier doch durchreiten. Bin auch schon da oben auf dem Gipfel gewesen. Nö, kommt man nicht weg. Hä? Okay. Also wir könnten von hier auf die andere Seite reiten. Na gut. Man kann ja bis da oben hin, wo dieser, kann man jetzt so schlecht sehen, der Baum da oben wächst, aber du kannst doch da oben über diese Terrasse und kommst auf die andere Seite. Geht dann diese Serpentinen da runter? Aber das geht jetzt nicht. Komisch. Komisch, komisch. Man sabotiert uns, Blümchen. Eine Frechheit. So nicht, Freunde. So, heute gibt es mal kein Feuerwerk hier. So, da ganz oben haben wir ja schon einen großen Baum. So, mal gucken, ob wir hier so alle runterkommen. Ja. Geht doch nichts über ein geländegängiges Kamel. So. Tja, dann bist du da einfach so rüber, aber.
sowas. Hallo, Herr Huhn. Wenn wir schon jetzt hier sind, schnappen wir uns nochmal schnell ein bisschen Kalkstein und dann hauen wir hier wieder ab. Ist ja anscheinend gerade wieder Saison. Kalkstein und Holz, Kalkstein und Holz. Was soll man machen? Wieder eine Bergrose. Gut, die letzten haben wir jetzt an Trudi verkauft, aber da haben wir bei der zumindest eine Quelle, wo die Dinge mal verticken können. Ja, noch irgendwo was. Oh, das ist hier Schwefel, brauche ich nicht. Das ist auch hart. Okay. So. Schau mal, ob hier der Kalk mittlerweile wieder nachgewachsen ist. Hüpfspinnen wird immer mehr. Hier haben wir was. Okay. Ich pack dich mal so. Dann bist du nicht so in dem Einzugsbereich dieser Hüpfspinnen. Hübchen. Die haben ja so einen gewissen Bereich, wo sie dann irgendwann angreifen. So, dann nehmen wir mal hier den Kalkstein mit, die zwei Dinger. Dann haben wir erstmal Ruhe. Dann ist schon wieder der Abend fast rum. So, die sind noch auf Abstand. Dann nehmen wir uns doch mit. So, dann hauen wir ab. So. Gib Gas, Flübchen! Wir fliehen von hier. So, da ist die Busstation. Mit dem Bus! Muss aber im öffentlichen Nahverkehr möglich sein. So. Ich bin gespannt, ob dieses Gebiet irgendwann mal erschlossen wird. Ich meine, Platz genug ist ja hier eigentlich. Hm. Fahren wir mal nach Hause. Ja. Jetzt wird es wieder schwarz. Okay, keine Ahnung, was das im Blödsinn immer ist. Wir laufen hier rum. Gut. Ach, hier gibt es wieder Geschichten an 10 Abend. Nee, Musik. Musik. Kaum komme ich, gehen die. Hat das irgendwas mit mir zu tun? Ich dachte, hey, Mian, wir haben es noch gar nicht gesehen heute. Sorry. You know, I think we've really made a difference here in Sandrock. But our journey is not over yet. There's still more we can do. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Ja, ich bin gerade gereist, aber zum Glück wieder hier. Okay. So, hey Pablo, wie sieht's aus? Ach, der Jagdmannhorn kam. Ah ja, muss ich hier nochmal besorgen. Okay. Habe ich bestimmt reichlich von. Okay, komm, Lümmchen, wir gehen nach Hause. Hier ist nichts mehr los. Die Band hat schon abgebaut. Leistungsmäßig und auch instrumentemäßig. Kato schon wieder hier. Okay, ein Schiffsradmodell, Teil 2. Okay. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann komm. Ja, dann machen wir noch das letzte Kalksteinteil da. So, die anderen können wir eigentlich nicht mitmachen. Mehr haben wir hier sowieso nicht als. Ja. Weit kommst du nicht mit dem Kalkstein da. Wo hat denn der Zauberspiegel das nicht angesammelt? Hm. Okay. Oh, der Kaktus hier ist fertig. Blüht sogar. Hübsch, okay. So, der heutige Abend ist beendet. So, Macchiato geht auch ins Häuschen und pennt. Gut, das kann er wenigstens schlafen. So, der Rest ist hier eher so. Hm. Ja, also, ach, das bringt noch was, aber die Chromstoßstange mache ich nämlich selber immer. Uff. Ja, hoffen wir mal, dass am nächsten Tag ein bisschen was Lukrativeres hier wieder dabei ist. So, das Einzige, was wir jetzt hier noch ausliefern können, was sich noch lohnt. So, hier ist eigentlich genug drin. Ja, vielleicht brauchst du gerade so eine Abkühlung oder so. Keine Ahnung. Ah ja, wir können hinten nochmal gucken, ob wir ein Kartoffelchen finden. Blümchen? Ich laufe schon mal vor, bis du da bist. Was haben wir hier alles? Gülle, okay. Ein Sandwurm. Ich rette dich. So. Diese Knallhühner, immer alle Knall.
Ja, Tomaten, Kartoffeln. Sehr schön. Nochmal Kartoffeln. So, haben wir uns nochmal was abgestaubt hier. Sehr schön. Ding müssen wir irgendwann mal ölen. Oder irgendeine andere Handwerker. Mm-hmm. Jo, sehr gut. Das hat doch funktioniert hier. So, wenn wir gerade hier sind, dann holen wir uns hier noch schnell unseren täglichen Schaltkreis. Dann kriegst du hier ja immer. Schrupp. Sehr schön. So, dann geht's ab in die Falle. Ups. Ups. So. Oh. So, dann, ja, du bist ja eh schon hier. Dann bleib auch mal hier. Jetzt mir. Tau. Tau. Gut. Ist das Ding jetzt hier. Ist immer noch nicht fertig. Aber können den abholen. Damit ist die Mission erledigt. So, wir können alle Bestellungen ausliefern. Coco flattert hier noch rum. Tierchen sind uns alle da. Guck mal, auch Chippy pennt hier. Sehr schön, süß, wie die das gemacht haben hier. So, machen wir uns beruhigende Rauschen wieder an. Gibt ja Leute, die machen extra so weißes Rauschen an, weil sie dabei besser schlafen können. Oder so. Ja, apropos. Wir gehen jetzt auch mal in die Eier. Also nochmal von der Musik hier berieseln. In der Bett eigentlich so weit weg von der Wand, war das schon immer so. So, ab in die Eier. Tada! So, wunderbar. Ein neuer Tag beginnt. So, eine Post. Okay, Kalkstammsiegel sind fertig. Kann auch wieder was reinschmeißen. Schwupp. Na. So, sehr gut. So, Macchiato hängt hier fest und ist weg. Ja. Okay, du brauchst auch keinen neuen Auftrag. Warum auch? Okay. So, jetzt schon wieder Holz. Halleluja. Marmorziegel. Marmorziegel? Die bringen aber nicht viel. Marmor ist ja relativ preiswert. Hier hat sich noch nichts getan, wirklich. Tomatenfisch ist noch das lukrativste hier. Ja, okay. Tomatenfisch. Du musst schon wieder angeln gehen. Huch. Was ist denn da jetzt gewachsen? Kastanien sind wahrscheinlich fertig. So, hier müssen wir mal alle Essenssachen mal reinsortieren, wenn ich mal Zeit habe. So, wie viel Tomatenfisch können wir eigentlich machen? Was ist denn hier? Wir haben 193 Tomaten. Das ginge. Wir haben zwei ganze Fische. Naja, gut. Chili-Sand heißt Nudeln. Hab ich die noch nie gemacht. Was bringen die denn? 14%, ne, plus 14 Verteidigungspunkte. Naja, gut. Gut, dann machen wir das mit dem Tomatenfisch. Fangen wir schon mal mit zwei Fischen an. Ja, was sind hier für ein Rein und Raus? Hä? So, Tomatenfisch für Rocky. Na gut. Why not? Ja, vielleicht gefüllte Pilze lassen wir aus. Teeblätter könnten wir theoretisch auch noch ausliefern mit Mäbel. Uff, ja, bringt zumindest auch was. Dann hier die. Ja, da haben wir jetzt trotzdem wahrscheinlich nicht genug Holz für. Und Marmorziegel bringt mir gar nichts. Und das brauche ich selber. Petrified Wooden Sticks. Hm. Wie könnte ich denn machen mit den Dingern? Könnte ich machen. Könnte man theoretisch noch ein paar Brettchen machen. Naja, okay. Ja, machen wir das auch. So. Dann nehmen wir das auch an. So, zack.
machen wir die Dinger. Dann haben wir noch Holz übrig für Brettchen. Und dann können wir wieder ausliefern. Was ist da drüben los? Okay. Da ist schon wieder Burgess da. Das ist schon die Entdachter-Predigten zu halten jetzt neuerdings. Oh, Jasmine, ich krieg dich. Ah, du bist so schnell, Kind. Einmal habe ich gesehen, wie Burgess X verfolgte, weil er Burgess Milchgeld geschulden hatte. Und das war das Lustigste, was ich je gesehen habe. So long, Partner. Das kann ich mir vorstellen. Hey Owen, altes Haus. Ja. Was? Hallo? Nie für Quassel. Das ist gerade schon wieder durcheinander. Hey Bian. Hey, guess what? Ich hatte Sandreis mit Weizen gekreuzt. Okay. Weizenreis gibt's jetzt oder was? Oh, wir machen wieder ein schönes Foto zusammen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. So. Guck mal in die glänzenden Augen. Bei mir an. So, wunderbar. Oh, dahin geht's fangen. Den wollen wir uns auch nochmal schnell schnappen. Bevor wir hier. Aber die Gelegenheit verpassen. Oh, X kommt auch. Okay. Das war merkwürdig. Okay, aber es klappt zumindest. Er schwebt einmal durch seinen Kopf und dann funktioniert das schon. War eigentlich noch Mapo-Tofu? Vielleicht müsste ich das nochmal machen. Macaroni, süß-saure. Was war das? Schweinerippchen. Die Geschirren, Kastanienfischköpfe. Das klingt auch echt eklig. Ach, die hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, ne? Wie wär's denn mit den ganz leckeren Kastanienfischköpfen? Thank you. Lass die schmecken. Das ist super lecker, habe ich gehört. So, sind die auch weg. Boah. Hey, und Joe, wie sieht's bei dir aus? Was hat er gesagt? Hallo Fred, tschüss Fred. Hallo und Joe. You know. If you're thinking of joining the Civil Corps, I don't think it'd be right if you served under me. We should. Soll ich ihm sagen, dass es eigentlich gar keinen stellvertretenden Sheriff gibt, weil es noch nicht mal einen Sheriff gibt hier? Wie Justice uns erzählt hat. Naja. Aber das Interessante ist ja, das erfährt man eigentlich nie, wenn man nicht dieses Date mit Justice macht. Ist eigentlich auch witzig. Was es für Geheimnisse hier noch zu entdecken gibt. Also durchaus interessant. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Dating-Abend und schon. Laufen wir umher und machen wir Sachen. Alle meine Patrouillen haben mich darauf vorbereitet. Aber nicht nur darauf, Unschuld. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an, hier bei Unschuld vom Lande bei My Time in Sandrock. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich kann nicht in das Fleisch beißen? Naja, gut.